Alt sein ist auch ganz schön, liebe Kinder, glaubt es mir. Denn man braucht nicht mehr in die Schule gehen und die Welt ist schön und weit. Hallo, hier ist Asra wieder. Herzlich willkommen bei Asra Blockt. Was nicht so schön ist im Alter, ist, wenn die Leute um einen herum alt werden. Und ängstlich oder glauben, dass sie alt werden. Ich meine damit, dass sie unbeweglich werden in jeder Beziehung. Träge, nicht mehr interessiert, nicht mehr strahlend. Ich frage mich immer, muss das sein? Also die Harvard University sagt, nein, das muss nicht sein. Seit fast 80 Jahren haben die in Harvard in der berühmten Langzeitstudie zur Erwachsenenentwicklung Menschen in ihrem Leben und ihrer Entwicklung begleitet, um herauszufinden, was dazu beiträgt, dass Menschen im Alter glücklich sind und fit und kreativ. Es hat sich herausgestellt, die wichtigsten Faktoren für kreative Langlebigkeit, wichtiger noch als gesunde Ernährung und Sport und sowas, ist das soziale Miteinander, die guten Beziehungen, eine gute Ehe, gute Liebesbeziehung und auch die Menschen, wie die Menschen miteinander umgehen. Was im Alter noch dazu kommt, was auch dazu beiträgt, ist, wenn alte Menschen mit jungen Menschen zu tun haben, also intensiv mit jungen Menschen zu tun haben, im lebendigen Kontakt mit jungen Menschen sind. Was noch eine Rolle spielt, das ist das Bild, was man vom Alter und vom Altsein hat. Meistens prägt sich dieses Bild in der Kindheit und es wird beeinflusst von den Menschen in der Umgebung, in der Familie, wie die waren im Alter. Die meisten Menschen behalten dieses Bild ihr Leben lang und verändern das überhaupt nie. Das Fatale ist, man richtet sich unbewusst danach und kriegt dann mit 70 einen Herzinfarkt, genau wie der Vater. Ich habe mein Bild vom Alter überprüft. Es gab in meiner Kindheit eine Tante, die war immer so ein bisschen kränklich und zart und hilfsbedürftig. Und mit ihrem ewigen Jammer stand sie immer im Mittelpunkt und ging aber auch allen auf die Nerven. Das Bild von dieser Tante habe ich auf den Müll geschmissen. Dann gab es aber auch noch eine andere Tante, die war gehbehindert und hatte eigentlich dauernd Schmerzen. Und die ist fast 100 geworden und war bis ins hohe Alter, war die geistig fit und interessiert an allem und wusste ganz viel und hat sich mit einem unterhalten und so. Und ich habe sie mal gefragt, woraus sie das zurückführt, dass sie so bis ins hohe Alter so fit ist. Und sie sagte, was interessant ist, sie meinte, durch ihre Gehbehinderung, sie konnte sich nicht auf den Boden bücken zum Beispiel, hat sie immer für den Alltag so kleine Erfindungen gemacht, wo sie sich den Alltag mit erleichtert hatte und unabhängig war. Und das hätte sie, das hätte dafür gesorgt, dass sie das Denken nicht verlernt. So viel zur Harvard-Studie und zum Bild, was man sich vom Altsein macht. Ich habe nur noch was anderes gemacht. Ich habe den Schritt ins Alter bewusst gefeiert, mit Freundinnen eine kleine Zeremonie gemacht. Und das war so schön und kraftvoll. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, schreib mir eine persönliche Nachricht. Und dann zum Schluss möchte ich euch noch einen Film ans Herz legen. Fabulous Fashionistas von Sue Bourne. Ein wunderbarer Film, klasse Film. Möchte ich wirklich empfehlen. Das macht echt Spaß und Mut. Ich lese mal vor, was auf der Rückseite steht. Dann wisst ihr so ein bisschen, worum es geht. Exploring the art of aging in the company of 6 extraordinary stylish women. With an average age of 80, they are all determined to squeeze the pips out of life. To keep going, to look fabulous, to have fun. Tschüss, bis zum nächsten Mal.